Recht herzlich willkommen zur 38. Folge von Simotrans. Ja, der Michael hatte mir geschrieben, dass ich beim letzten Mal ja den Zug gekauft habe, der da 120 km/h fahren konnte, aber der sitzt auf einer Strecke, wo man nur 90 fahren kann. Ich sollte vielleicht doch mal die Gleise hier ausbauen. Das wollen wir dann auch mal tun, oder? So, da, Entschuldigung, ist dann das mit den Strecken, die müssen wir dann mal gerade überbauen. Das ist aber auch nicht so schwierig, das kriegen wir schon mal hin, ne? So, da machen wir das Stück auch noch rein, ne? Sieht schon okay, so, da ein bisschen noch. So, dann müssen wir von hier nach da gucken. Vielleicht schauen wir es ja hier gerade vor dem Zug noch vorher, dann fährt er auch mal schneller. Und da auch. Oh, jetzt haben wir da einen Haken reingebaut. Müssen wir mal gerade einmal entfernen da. So, jetzt wollte ich nur gucken, ob ich weiß, ob man das hier, ob der hier auf Speed kommt. Und dann so 60, 1, okay, der fährt sowieso nicht da gerade schnell. 73. Ja, okay, da. Das ist dann etwas schwierig mit dem Schnellfahren, ne? Schafft er sowieso nicht 120, oder wie sehe ich das? Jetzt wartet er auf den Gegenzug, ja. Die Ausweichen sind immer auf der falschen Seite, ne? So, und dann haben wir jetzt nichts hier genommen, auch schön. Falsche Taste. Jetzt haben wir es geschafft. So. So. Da auch lang. Ein bisschen höher. Und ich kann es auch so machen, ne? Hm. Ja, gut geklappt, ne? Oh, das war jetzt ganz schlecht. Das war jetzt ganz schlecht. Das ist nicht gut gelaufen. Oh, das wird jetzt schwierig, hier wieder zu reparieren. Okay. So geht's, ne? Da oben muss noch ein Signal weg. Ne, ein Stück Gleis weg. Dann sieht es wieder gut aus, ne? Okay. Ist das überhaupt unser richtiger Zug? Ich glaube schon, eine andere hatte. Müssen wir auch gucken, ob das mit dem Gleis durchgehend ist. Hier, da fehlt noch ein Stück. Hier ist auch noch nicht richtig. Da fehlt es noch und
Hier ist es auch noch nicht fertig. Das war wohl schon richtig. Ah, das gestaltet sich immer schwer. Siehst du, damals schon wieder geschafft. Ja. Abreißen. So, kriegen wir aber auch schon jetzt besser hin. Und nochmal bauen. Von da nach da muss es dann rein. Genau, dann passt's. Und da hat's auch nicht geklappt. Shit. Jetzt sind wir da. Ich heile. Passt. Oh, hier ist, glaube ich, das zweite Gleis nur umgebaut worden gerade. So, das ist schon alles richtig. Genau. Vielleicht fehlt es hier noch, weiß nicht. Sah so aus. Ziehen wir noch bis zum Bahnhof hoch. Und da auch, obwohl er da gar nicht lang fahren muss dann. So, passt. Okay, da haben wir das ausgebaut. Er fährt jetzt hier 90 km/h. Jetzt schafft er über die 90 mal. Jetzt muss er anhalten, weil der Gegenzug kommt. Ja. 70, 90, 160, nein, 120 könnte er, und die schafft er aber wahrscheinlich gar nicht. 80, 81, 82. Ja. So, 1 km/h gewinnen, 2 km/h gewinnen. Und dann muss er schon wieder abbremsen. 3. 4. 5. Ja. Da steigen welche ein und aus oder auch nicht, wie man sieht. Das war jetzt leider dieser Teil. So, jetzt müsste man überlegen. Ne, da kann ja auch noch. Ach ne, da ist ein Signal flöten gegangen, deswegen kann er nicht vorfahren. So, jetzt passt. Dann darf er auch ein Stück vorfahren. Da muss einer auf Strecke sein. Ne? Ja. Genau, der davor war das wahrscheinlich. Ja, da müsste man jetzt hier noch das zweite Gleis anbauen. Ist natürlich hier versetzt. Und hier oben geht's nicht rüber, ne? Schlecht gelaufen. Wie macht man das? Hier ist die Ausweiche da. Könnten das Gleis hier nebenher ziehen. Da wird's auf jeden Fall gehen. Wäre natürlich vom Vorteil, wenn man das eigentlich durchziehen kann, ne? So, und Gleiszusatz entfernen nicht da, das war verkehrt, das ist damit. Machen wir da weg und holen es wieder dahin. Und Abstände 7 machen wir mal. Und dann von dort bis nach dort. Hat er so gemacht? Nö. Ja. Ne, das war schon richtig. Haben wir falsch rumgezogen? Ne, richtig rumgezogen. Schatten sieht man nur. So, jetzt hat's geklappt, oder? Hier hat er aber keins gemacht. Ja, die hat er gemacht. Und das hier kann da eigentlich weg, oder? Ist das jetzt richtig rum, das Signal? Ja, oder? Er fährt nach oben lang. Okay, ist ja nicht schlimm, kann ja passieren. Oder darf auch sein.
Müssen wir ihn nur gerade vorbeifahren lassen, ne? Ich glaube, jetzt hat er das letzte Signal erwischt. Und er kann dann weiterfahren. Ja, hier ist... Ich hätte das so machen müssen und da lassen wir erstmal so stehen. Geht schon klappen. Gut, dann haben wir das auch erledigt. Wir hatten noch, warte mal, ich mache erstmal wieder die Lupe, hier hinten einen kleinen Stau gehabt. Aber ich glaube, der wird sich aufgelöst haben. Ja, genau, der ist weg. Der eine Zug war durch, dann hatte sich das erübrigt. So, kurz einmal in die Finanzen rein. Das sieht gut aus. Ja. Das machen unsere Fahrzeuge in Gewinnbereichen. Ja, der Verlustige ist das Schiff. Die Paletten, die sind immer noch unterwegs. Fährt er noch da oder fährt er noch da? Weiß ich jetzt nicht. Er fährt weg. Macht aber miese. Wie sieht's mit dem Schiff aus? Das macht plus, das fährt die Milch durch die Gegend, oder? Ja. Die Milch ist kein Problem, die Stückgutzahl ist das Problem. Den haben wir ja schon da oben. Ja. Und da liegt wahrscheinlich auch genug am Hafen. Paletten Südfrüchte sind genug da. Ist halt das Problem, dass wir das nicht gut verkaufen können, ne? Also die Fahrtkosten nicht reinkriegen. So, jetzt müsst ihr mal gucken. Kriegen wir hier und Döbeln auch irgendwo noch ein... Das ist jetzt, glaube ich, falscher Wagen, ne? Oder? Das ist der Bus. Falsche Taste wieder erwischt. Ne, nicht falsche Taste, falsches Eckchen auf dem Dingens. Gucken wir mal gerade. Da fährt einer lang. Dann klicken wir den mal an. Der fährt natürlich 2000 plus ein. Es wäre jetzt die Frage, ob diese ganzen LKW, der 3000 plus, das andere aufholen können, ne? Ein Kompensationsgeschäft, oder nennt man das dann? Ja, gut. Das haben wir da aber erstmal mit. Hier fährt noch ein Zug. Wiese ein, der fährt auch gerade leer durch die Gegend. Wo sollte der dann durch die Gegend fahren? Adenauer Maschinenfabrik. Nicht möglich. Gut, lass mal gerade so. Mach das mal wieder weg. Da haben wir irgendwas Falsches gedrückt. Lass den mal wieder fahren. Ja, da müssen wir uns dann mit der Linie nochmal Schrott beschäftigen. Ist das die einzige Schrottlinie oder Schrott? Ne, sind beide Schrottzüge, die da miese fahren. Ja, müssen wir mal gucken, wie das geht. Der bringt hier den Schrott wahrscheinlich hin, ne? Stahl ist hier genug. Und holt den hier rüber, nach da. Und der bringt den weg, glaube ich. Ja, hier liegt auch kein Schrott zur Zeit, ne? Ja, gut, okay. Aber da würde ich sagen, das schauen wir uns dann mit dem Schrott in der nächsten Folge an. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.